Im heutigen Video geht es um das WRS, das Wire Reserve System, zu Deutsch Drahtreservesensor. Der Drahtreservesensor kann ab Werk in dem Drive XQ bestellt werden. Der Drahtreservesensor misst die Restmenge des Drahtes auf der Drahtspule. Ist ein Wert von 10% oder weniger der Drahtspule erreicht, so gibt das Gerät ein Signal aus. Bei der Expertsteuerung wird es im Display angezeigt, bei der HP- und LP-Steuerung oben rechts in der Ecke und bei dem RD3X-Brenner wird es im Display angezeigt. Zusätzlich, falls man das X-Net-System verwendet, geht auch dort ein Fenster auf und es wird signalisiert, dass die Drahtmenge zu Ende geht. Der Drahtreservesensor funktioniert mit allen gängigen D300 Drahtspulen. Wenn zum Beispiel der Drahtvorschub an einem Kran hängt und wir nicht durch das Sichtfenster den Stand der Spule sehen können, so wird uns von dem Gerät signalisiert, wie viel Restmenge noch auf der Spule vorhanden ist. Ein weiterer Vorteil darin besteht, wenn man in einer sehr großen Firma arbeitet, wo die Wege zwischen dem Lager des Drahtes und dem Schweißgerät sehr weit sind, können wir über X-Net frühzeitig erkennen, dass die Drahtspule zu Ende geht und somit frühzeitig ein Anliefern des Drahtes ermöglichen. Durch den Drahtreservesensor können wir Schweißnahtfehler infolge zu Ende gehenden Drahtes verhindern. Weitere Informationen zur Titan XQ Pulse findet ihr in dieser Playlist.